Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Dunkelschoss. Ja, natürlich einige Zeit jetzt ja sozusagen nicht aktiv gewesen. Hat auch immer noch sozusagen mit dieser Hustengeschichte dort zu tun, wo ich jetzt ja, seit einiger Zeit natürlich trotzdem schon ja, dran bin und versuche das irgendwie in den Griff zu kriegen. Also es ist jetzt auch ich an vielen Tagen jetzt, wo man es eigentlich eher weniger noch merkt. Aber hundertprozentig weg ist es nicht. Jetzt, weil ich natürlich gerade den Stream starte, ist logisch, schlägt es natürlich wieder zu. Unabhängig davon, wie gesagt, wir hatten halt hier jetzt doch einige Zeit lang keine Streams gehabt. Das letzte Highlight ist ja schon wahrscheinlich fast einen Monat oder so her. Wir hatten dann danach zwar nochmal ein, zwei zusätzliche Sachen gestreamt, die wir dann aber im Prinzip die früheren Übertragungen mittlerweile auch schon verfallen sind. Also auch über 2 Wochen her schon. Und ja, grundlegend will ich halt mal schauen, wie wir da eventuell dann erstmal wieder weitermachen können und wieder reinkommen. Ich würde mir halt natürlich wünschen, dass das ganze Geschichte da komplett mal wieder weggeht. Ich weiß auch nicht so richtig. Aber das werden wir auf jeden Fall mal sehen. Wir werden uns heute ja mit Slay the Spire beschäftigen, wobei ich das heute so im Zug gesehen gar nicht spielen werde. Also ich habe mir natürlich so ein paar Sachen überlegt. Die letzten 2 Sachen, die wir gestreamt haben, war ja auch Slay the Spire gewesen, wo wir dann sozusagen noch ein paar, also auf YouTube hat man das dann gar nicht gesehen, weil wir im Prinzip immer meistens relativ zeitig gescheitert sind und ich will dann schon einen Run haben, der dann, sagen wir mal, relativ weit geht oder so. Und jetzt hatte ich mir sozusagen einfach vorgenommen, jetzt während der Zeit, wo ich sowieso dann nicht das Online so weit mache, mir vielleicht einfach so das herzunehmen, das Spiel so zu spielen und das dann einfach mal als Video sozusagen mit aufzunehmen. So ein bisschen ähnlich hatte ich das ja dann damals auch hier zum Beispiel bei Raging Blasters gemacht, wo ich da dann, also natürlich, wenn man es nur für sich spielt und aufnimmt, hat man natürlich erstmal, fällt es schon noch ein bisschen leichter, sich darauf zu konzentrieren. Jetzt ist das hier kein Actionspiel, also das nicht, aber trotzdem hat man sicherlich die Gedanken noch ein bisschen klarer zusammen, als wenn man halt nebenbei noch irgendwie was schön kommentieren muss. Und man hat natürlich hier, wenn man sich das nochmal wieder anschaut, dann wiederum, weil jetzt, wenn ich streame, schaue ich es mir jetzt ja nochmal an, den Vorteil, dass man, also wenn man jemanden zuschaut, der so ein Spiel, so ein taktisches Spiel hier spielt, dann ist es ja häufig so, selbst wenn man, sag mal, das schlechter ist als derjenige, den man zuschaut, der das spielt, gibt es ja trotzdem mal hin und wieder da so ein, zwei kleine Momente, wo man denkt, ah, hier hätte man vielleicht das machen können oder das, wo man vielleicht mal was sieht, wo der andere was übersehen hat und so. Und von daher denke ich, wenn ich mir das sozusagen selbst meine eigene Geschichte ja nochmal anschaue, das heißt, es würde theoretisch, wenn man in dem Spiel besser werden will, auch helfen, wenn man sich das selber nur aufnimmt und sich dann alleine nochmal anschaut. Aber jetzt nehme ich natürlich hier die Chance wahr, das für meinen Kanal hier natürlich zu nehmen. Und das hat dann natürlich sowas, na, wie soll man sagen, nochmal so einen zusätzlichen Lerneffekt, wenn man das halt nochmal sieht. Zum anderen sind jetzt diese Runs, die wir uns da heute ansehen werden, auch noch nicht so lang her. Das heißt, ich werde da, denke ich, hoffentlich noch relativ gut nachvollziehen können, warum ich welche Entscheidung getroffen habe. Beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, also sicherlich hoffe ich auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle etwas sehe, wo ich sage, ah, hier hätte man das oder das machen können und auch so ungefähr. Also es gibt natürlich auch immer noch viele Entscheidungen im Spiel, wo ich sage, ich weiß einfach nicht, was das Bessere ist. Also man kennt ja die klassische Situation, man hat diese klassischen Card Reward, ja, und sagt, eigentlich würde man alles drei nehmen, so ungefähr. Oder wenn man relativ zeitig im Run noch ist, eigentlich gefallen einem alle drei Karten nicht so wirklich, aber man muss ja erstmal irgendwie ein bisschen was aufbauen, also müssen wir halt doch irgendwas mitnehmen und was ist dann vielleicht kurz-, mittel- oder langfristig am wenigsten schlecht, im Anführungszeichen, oder was ist auch das, was man davon betrachten sollte, was halt das Wichtigste ist. Und ja, von daher denke ich mal, ist das durchaus eine ganz gute Geschichte, wenn man sich das selbst dann quasi nochmal anschaut und dann, so wie wenn man sonst halt Zuschauer wäre, halt dann vielleicht auch ein paar Dinge einen auffallen, die einen, ja, wie schon gesagt, dort, sonst während man das halt selber gespielt hat, nicht aufgefallen sind. Na gut, von daher würde ich sagen, legen wir hier einfach mal los. Ich, ja, wie schon gesagt, lass es einfach mal abspielen und versuche dann halt nebenbei immer so die Sachen anzusprechen, die mir dort so in den Kopf gegangen sind.
Das heißt, es geht erstmal los. Wir sind immer noch bei S-Engine 16. Ja, dann erstmal die verschiedenen Auswahlen. Ich werde wahrscheinlich erstmal auf die Map schauen. Ja, genau. Also immer noch erstmal schauen. Rast, wie viele Campfires könnte man in einer, ich denke, habe jetzt maximal 3 gesehen, also außer, ich zähle mal das letzte nicht mit, weil es ja garantiert, welche Elites gibt, eventuell, wo sollte man in den Shop gehen oder sowas. Und ich denke, was ich hier vielleicht sogar nehmen werde, 2 Karten zu entfernen, also irgendwie sagt mir das doch schon zu, das eine andere hatte ich wahrscheinlich überlegt, das normale Relic vielleicht einfach mitzunehmen. Ja, aber ich mag es halt irgendwie schon, wenn man das Deck vielleicht gleich ein bisschen kleiner macht. 2 Karten zu entfernen, das müsste dann jetzt halt, also aus meiner Sicht, wenn man das am Anfang macht, wahrscheinlich Strike und Defense sein. Zumindest rein theoretisch wären natürlich 2 Strikes zu entfernen schon schön, aber wie soll man dann die ersten 2-3 Kämpfe gewinnen, so ungefähr? Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, gibt es natürlich nicht viel zu überlegen. Aber den ersten angreifen, 2-mal blocken und das war's. Ja, gibt es auch nicht zu überlegen. Den mit 2 Strikes besiegen, den letzten seinen Block weghauen. Na gut, das ist natürlich alles noch klar. So, was kriegen wir denn Schönes? Twin Strike vielleicht? So, Boomerang. Heavy Blade sicherlich nichts, was man jetzt hier nehmen würde. Das war ganz ordentlich Schaden hier. Wir könnten natürlich einfach voll reinhauen, weil wir volle HP haben und für 6 werden wir genau geheilt. Also von daher mit 16 HP sollte der Kill ja hier klappen. Von daher macht es, denke ich, mehr Sinn, als das 1 HP zu blocken. Ich denke mal, es wird Whirlwind werden. Okay. Das Kartenspiel ist natürlich reines Glück, was man kriegt. Okay, das wollen wir natürlich nicht haben. Seeing Red. Bash. Heavy Blade wollen wir eigentlich auch nicht. Da habe ich überlegt, ja, 2 Bashs will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Also Limit Break hätte man natürlich sehr gern mitgenommen, aber naja. Okay, ja, ein bisschen blocken und draufhauen. Ja, Bash, Strike. Jetzt auch nicht viel zu überlegen. Ja, Ascender's Bane. Ja. Ja. Ein HP verloren. Ich meine, das ist jetzt ja nur wirklich nicht schlimm. Shrug ist natürlich grundlegend schon eine schöne Karte. Die nehmen wir hier auch mit. Das ist halt jetzt so. Ja, ich denke mal, das ist trotzdem wahrscheinlich sogar das Richtige, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich den einen hier ein bisschen stark gemacht, aber. Jetzt im Nachhinein hätten wir es anders machen können. Wir hätten den hinteren besiegen können. Und es wird keinen Unterschied machen. Feed auf jeden Fall. Das kann man natürlich auch gleich upgraden, relativ zeitig. Haben wir durchaus ein paar Karten mitgenommen, wo es sich lohnt, die abzugehen. Und Feed gehört natürlich auf jeden Fall dazu. Vor allem, wenn man das halt relativ zeitig macht. Slimy. Hier werden wir uns dann wahrscheinlich sogar ausrechnen, wie wir nah ran können. Nicht optimal gelaufen, also so viel Schaden hätten wir auch vorhin schon machen können, aber naja, was soll's.
wir wissen, dass die nur Block abziehen. Also von daher können wir genau auch das hier schon machen. Also hier Frail. Ja. Genau. Ja, die war egal, haben wir nicht angegriffen. So. Nochmal noch mehr Max HP. Battle Trance wahrscheinlich. Anger hat natürlich auch eine Begründung. Ja, könnte man auch nehmen. Ich glaube nicht, dass das in der Welt war, wo wir Perfected Strike mitgenommen hätten. Um es so auszudrücken. Wir haben jetzt halt den Twin Strike geaddet, aber naja. Okay, Whirlwind für schön viel Schaden. Anchor, super. Das gibt dann natürlich schon mal eine gewisse Überlebensfähigkeit, um es so auszudrücken. Und einfach wahrscheinlich das Gold hier. Sehr gut, der Einling direkt vor dem Shop. Möglicherweise zwei Shops hier. Reaper. Bin mir nicht sicher, ob wir den mitnehmen. Sling of Courage. Extra Stärke bei den Elite-Kämpfen. Könnte sein, dass ich das genommen habe. Also Dark Embrace ist natürlich theoretisch auch immer was Interessantes, aber jetzt ohne irgendwas wirklich dazu zu haben, Weiß ich nicht, Flex, was ich da anschaue, gut, kostet 26, okay. Ja, mit Battle Trance und so, Aber ist jetzt nicht so wirklich der Brüller. Ich denke mal, Strikes müssen raus. Und die Sling sogar gekauft, okay. Und ich nehme das Flex dann trotzdem noch mit, okay. Na gut, also ja, die Chance besteht, wenn man das zusammen mit dem Whirlwind oder irgendwas findet. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal so besonders, aber eher noch mit Dings hier. Twin Strike oder sowas. Ja, das muss man natürlich auch erstmal hinkriegen, so zu ziehen. Jetzt hätte ich auch, dass das jetzt natürlich 10 Schaden macht, nicht mehr 8. Okay. Aber sogar mal die Energy Potion gleich mal genommen. Ja, ich meine, Flex und dann ein bisschen Schaden noch minimieren, das ist ja in Ordnung. Ja, ich meine, diese 15 Schaden zu nehmen, das ist ja absolut okay, sonst dauert der Kampf ja häufig wesentlich länger. Disarm, Alter, das ist wirklich eine Karte, die ich wirklich fast immer mitnehme. Vielleicht zu häufig, zu unüberlegt, keine Ahnung. Ein Schaden kann man eigentlich noch mal mitnehmen, aus meiner Sicht. Okay, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Kein Folge, Flex. Aber war mir, denke ich, in dem Fall nicht wichtig, weil ich gesagt habe, Feedrammer reißt sowieso raus. Ja. Ich denke, da nehmen wir nichts mit. Weil wenn man irgendwann sowieso auf Corruption, also ja, ist halt hier in dem Sinne noch nicht ganz klar gewesen, theoretisch natürlich schon die Möglichkeit mit diesen, wie heißt es? Sentinel da, dieser Blockkarte, die nicht mehr blockt wie das normale Defender, aber einen halt dann die Energie gibt. Die hat schon einen gewissen Wert vielleicht, ja. Naja, aber so ein bisschen die Schwierigkeit, wie kriege ich das jetzt hin? Also, ja, besiegen können wir ihn natürlich. Es war eigentlich gar nicht notwendig, weil er hätte jetzt, denke ich, erst geblockt. Naja. Aber ob wir dann nochmal zum Feed gekommen wären, ist natürlich eine andere Frage.
Ja, Pammel ist so eine Karte, die man natürlich mal mitnehmen kann. Zusammen mit Flex oder sowas. Disarm wahrscheinlich ja upgraden. Das haben wir Slime Boss, okay. Ja, bei dem will man schon ein bisschen HP haben, wenn es geht. Da ist vielleicht auch dieses Exhaust-Elixier ganz gut. Disarm gegen ihn natürlich ist es nicht das allerbeste, aber. Ja, das ist natürlich nicht der perfekte Draw hier. Ein bisschen Schaden haben wir schon mal genommen hier. Und hier hätte man zum Beispiel das Exhaust-Alex jetzt natürlich schon mal reinprügeln können, wenn man wollte. 75 würde reichen. Das heißt, wir könnten Bash Twin Strike machen. Das ist jetzt nicht extremst gut, aber ich denke mal, es geht. Ja, da sind wir schon am Überlegen, was wir gegen die große Schadensmenge machen, die hier reinkommt. Na gut. Ja, der Mann mit der Weakness nervt uns natürlich auch. Okay, niemand greift uns an. Und wir haben eine scheiße Hand. Ja, sieht gar nicht so gut aus. Müsste aber klappen, wenn wir jetzt einfach Whirlwind spielen. Der ganz rechts müsste sich splitten wahrscheinlich. Ja. Der linke ist besiegt und der in der Mitte hat halt relativ wenig HP übrig. Ein mehr Schaden, das ist, ja, ist okay, aber war, denke ich, nicht so wichtig. Okay. Ja, mit Flex und dann 7 schaffen wir es auf jeden Fall, ja. Leider nicht feeden können. Aber ist jetzt in dem Bosskampf auch nicht das Allerschlimmste. Was sehen wir hier? Offering. Immolate, aber da, wir haben ja schon Whirlwind und Demon Form vorab gegradet. Und es ist halt Scaling. Wir hatten jetzt, wie wir in dem Kampf hier gesehen haben, bis jetzt noch nichts, was Scaling ist. Also, abgegradet ist natürlich wegen diesen Frozen Egg, aber. Ich denke, das ist ja einfach die stärkste Wahl. Ich meine, Offering kann man sich fast immer mitnehmen. Aber. Will ich auch mal überlegen. Ich denke, wir werden Snake Eye mitnehmen. Bin mir ziemlich sicher. Einfach die zusätzliche Fähigkeit zu ziehen.
Demon-Form für 1,5 Energie im Durchschnitt zu spielen, ist sicherlich auch nicht ganz schlecht. Ansonsten dann natürlich auch dieses Astro Pale, wie man das heißt, möglich gewesen. Ja? Aber meistens wäre halt schon Energie oder eben natürlich Snake Eyes irgendwo auch Energie. Gewissen Sinne. Und das ist auch irgendwie immer so ein komisches Konzept, was ich dann hin und wieder mal gehört habe, wo ich eigentlich das gar nicht so sinnvoll finde, was Leute dort haben. Das ist jetzt vielleicht etwas kryptisch ausgedrückt. Oder ich war dann auch froh, dass ich dann auch andere gehört habe, die es vielleicht auch ein bisschen anders sehen, dass man mit Snake Eyes immer auf die Kosten der Karte schaut und sagt, am besten sind die Sachen, die dann, Karten, die null kosten oder so, kann man dann nicht mehr spielen oder irgendwas. Die Kosten, was oben links original auf der Karte draufsteht, wir hätten hier im Übrigen einfach Flex, Pummel, Twin Strike spielen können. Sind ja in Wahrheit absolut irrelevant. Weil sie werden ja gerandomized. Was entscheidend ist, was dann unten auf der Karte für einen Text noch steht. Und das ist halt schon so ein bisschen das. Ein bisschen mehr blocken können hier. Ja, nimmt uns ganz schön mit. Wenigstens gefeedet. Und selbstverständlich, das ist natürlich schon richtig, ist die Wertigkeit der Karte unter anderem natürlich dadurch auch mit gebalanced, wie viel Energie denn das Spielen der Karte kostet. Eine andere Möglichkeit, eine Karte in dem Sinne wertvoller zu machen, ist natürlich die Tatsache, dass es vielleicht eine ist, die man nur einmal spielen kann, die sich automatisch exhaustet, dass sie. Und dann natürlich noch diese Rarity, ne? Also die goldenen sind dann halt trotzdem besser, in Anführungszeichen. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, der eine stirbt trotzdem. Wir sehen schon, uns geht schon ein bisschen hier die HP aus langsam. Wir können einen Shrug spielen, aber. Ja, so ist es auch okay. Also, wenn wir nochmal Feed finden sollten, ja. Oh, Schaden wieder. Und das ist halt. Ja, hier war ich am Überlegen, Spot Weakness. Wir haben jetzt schon Demon Form. Da es jetzt nicht zwangsläufig 3 kostet, kann man es natürlich jetzt auch in normalen Kämpfen eher spielen. Aber die Hallway Fights will man, denke ich, fast meistens noch ein bisschen schneller. Also, das war halt hauptsächlich mein Scaling-Faktor für die Bosskämpfe. Warum ich das mitgenommen hatte. Von daher. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch irgendwas entfernen hier. Ich weiß nicht, ob Double Tap kann Sinn machen. Kostet aber halt auch verdammt viel. Aber wir nehmen es mit. Ich weiß nicht, ob im Nachhinein ein Strike zu entfernen vielleicht mir jetzt besser gefällt, aber. Ich meine, hier können wir auf jeden Fall Demon Form spielen, ist ja in Ordnung. Ja, Double Tap für 3 ist natürlich auch nicht so gut. Ich meine, wenn es upgegradet ist, ist es noch ein bisschen was anderes, aber wahrscheinlich so natürlich nicht. Erhöht natürlich nochmal den Schaden, den wir jetzt nehmen, aber können uns wenigstens feeden. Ja, haben wir Glück gehabt, ja. Wahrscheinlich nochmal stärker mit. Auch wenn das wahrscheinlich nicht mal das Wichtigste ist, aber ja, jetzt müssten wir eigentlich so viel Schaden haben, dass es klappt. Also, ja, Pummel oder sowas müsste eigentlich unendlich viel Schaden machen. Ja. Strike. Geil. Shockwave. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sacrifice uns umbringt. Ich gehe mal fast davon aus.
Natürlich erstmal schlafen. Der Shop ist natürlich wahrscheinlich nicht besonders wertvoll für uns. Und ja, Shockwave abzugraden ist meistens natürlich auch schon eine gute Sache. Back of Marbles, das ist auch nicht schlecht. Super, wenn wir es nicht gezogen hätten. Naja. Verwirrt sind wir schon, also macht uns das erstmal nichts aus. Insgesamt sind wir natürlich schon auf relativ niedriger HP-Ebene schon in diesem ganzen zweiten Akt. Definitiv ein bisschen Probleme sozusagen am Leben zu bleiben, wie es scheint. 27, sehr ärgerlich. Okay, wir können erstmal blocken hier. Ja, Block und Disarm würde klappen. Also das Arm allein, ne, hat wahrscheinlich genügend Blockfähigkeit oder so. Wir warten natürlich auf unser Feed, was wir gefunden haben. Mittlerweile müssen wir genügend Schaden machen. Ja, sehr schön. Das Arm wahrscheinlich. Soft Boomerang hat auch was, aber Disarm, also vor allen Dingen auch in den Akt 3 Bosskämpfen, abgesehen gegen Donu und Decker vielleicht, aber bei den zwei anderen erlaubt es einen halt, den Kampf dann doch wesentlich länger zu führen oder zum Beispiel bei den Awakened Ones halt mehrere Powers zu spielen, ohne dass man dann da extremst dafür bestraft werden muss. Das hat halt schon irgendwas. Wir können erstmal einiges an Disarm machen. Jetzt wird man das halt natürlich auch ein bisschen ausnutzen. Wir hätten jetzt theoretisch 5 Karten ziehen können mit diesen Snake Eyes. Aber wir nehmen schon ganz schön viel Schaden, wie man sieht. Und hier haben wir nicht unbedingt Glück, was die Energiekosten angeht. Von daher, jetzt ziehen wir sogar. Und können immerhin 2 Gegner töten. Oder habe ich mich vergraben? Ja, ich dachte nämlich. Ja. Aus so einem Grund, entweder hat man jetzt nur noch 2 Energie oder schon bloß noch gehabt oder. Ja, ich weiß nicht. Na gut, das klappt wieder nicht ganz. Ne? Ist wahrscheinlich wertvoller als das andere. Na gut. Juzu. Inflame Plus. Das nehmen wir sogar noch mit. Man sagt, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Schon gesagt, für die Hallway-Fights dachte ich mir halt, sowas ist eine relativ leichte Sache, um ein bisschen Steigout zu bekommen. Ich habe hier immer das Jacks nicht geholt. Man kann sich vielleicht hier dieses Mutagen mitnehmen. Ja. Kann auch 2 Strikes sonst form. Ich denke, hier habe ich mich einfach mal heilen lassen. Weil ich wollte schon hier die HP dann auch mal haben und ist natürlich eine Sache, wenn du dann viel rasten musst, macht es natürlich vielleicht den Gesamtstruggle nicht unbedingt leichter. Aber naja, so ist das halt.
Ja. Ein HP übrig. Gutes zusammen bekommen. Das ist ja natürlich ein bisschen Schaden verschwenden, aber wichtig, dass der weg war. Auch daran denken, dass das der Freund hier kein. Dann ist es ja das, wo ich da nicht dran. Was? Ach nein, stimmt, war ja ein Minion. Den kann man nicht feeden. Ist jetzt in dem Sinne, denke ich mal, auch nicht so schlimm, wie schon gesagt, wenn er jetzt bei einem Bosskampf mal nicht feedet. Das ist, denke ich mal, vertretbar. Wir scalen jetzt auch hoch und daher ist es nicht so schlimm, dass wir jetzt ein bisschen Schaden hier, denke ich mal, nehmen. Ja, das hier machen. Dann gib halt den komischen Twin Strike her hier. Ja, jetzt sieht man schon, wie viel Schaden der jetzt macht. Also für den Schaden, den das jetzt macht, ist theoretisch ja fast schon egal, dass es jetzt 3 Energie kostet, ne? Man kann auf jeden Fall Double Tap oder irgendwas spielen. Für 3 Energie könnte man Karten ziehen und hoffen, dass man irgendwas findet, aber. Wir gehen ziemlich weit runter und hoffen jetzt natürlich so langsam mit auf einen Todesstoß oder sowas. Und ja, haben wir es doch. Also der Kleine wäre auf jeden Fall hin gewesen bei den Schaden, den wir da machen. Jetzt hier die Überlegung, noch eine Demon-Form, das ist, denke ich, übertrieben. Berserk, momentan fehlt uns ein bisschen an Energie. Also halt auch so ein bisschen so eine langsame Sache. Ich meine, wir haben etwas erhöhten Card-Draw. Ist vielleicht nicht mal so verrückt, ich denke, ich werde Fiendfire mitnehmen. Wir haben noch einiges an Müll im Deck. Und diese ganzen Startkarten. Und Fiendfire, vor allen Dingen, wenn man auch ein bisschen stärker schon dann gescaled hat, macht natürlich auch andererseits ein gutes Schadenspotenzial. Wie schon gesagt, hier denke ich halt über Berserk nach. Also, das ist auch das. Ich jetzt ja nochmal pausiere ich auch gleich nochmal, was ich nochmal sagen wollte. Also, klar, wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, warum will man das denn mitnehmen? Das kostet ja null Energie. Mit Snake Eyes kostet ja dann wahrscheinlich mehr. Ja, das ist ja nicht das Entscheidende. Wie schon gesagt, die Zahl oben links ist jetzt hier bei diesem Bildschirm absolut egal, weil die ist einfach random. Es gibt nur zwei Zahlen, die wichtig sind. Entweder diese hier, wie sie hier dastehen, oder das X, weil das dann natürlich tatsächlich seinen echten Wert behält. Alles andere macht praktisch keinen Sinn. Man muss sich halt überlegen, ob einen der Effekt der Karte das grundlegend wert ist. Und ein Nachteil bei dem Berserk ist halt, kommt halt darauf an, wann man es gezogen hat, gibt dann diese eine Energie zukünftig und man bekommt halt auch zusätzlich dieses Vulnerable nochmal dazu. Und ich sag mal, das sind dann eher die Kosten hier. Ich denke mal, es wird Fiendfire werden, aber. Und jetzt, wenn ich mir den Card Reward nochmal anschaue, denke ich, macht das auch Sinn. Ich denke, es ist nicht zu verrückt, jede von den drei Karten irgendwie zu nehmen, aber ich. Ja. Warum wolltest du 2 Demon-Formen haben? Natürlich theoretisch, um noch schneller zu scalen. Aber das war, denke ich, tatsächlich gar nicht meine Überlegung, sondern es war einfach, du musst die in dem Bosskampf relativ zeitig finden. Und wie findet man eine Karte schneller? Indem man zum Beispiel mehr davon hat. Die andere Möglichkeit ist, man entfernt natürlich noch mehr von den Karten, die man nicht haben will. Okay, also haben wir doch noch Demon Form genommen. Also ja, das waren, wie schon gesagt, diese 3 Sachen. Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar Fiendfire genommen. Aber grundlegend, wie schon gesagt, kann ich auch. Man hätte für alle 3 Karten sicherlich eine Argumentation machen können. Filthstone, das ist halt immer so ein bisschen eine Frage.
Wir nehmen jetzt hier Busted Crown mit. Der Grund dafür ist, denke ich mal, also ich habe es auch noch so in Erinnerung gehabt, liegt schon darin, dass wir natürlich mit unseren Demon-Formen und so weiter jetzt unser Scaling haben, mit dem wir eben zum Beispiel auch diesen Boss hier besiegen können. Wir haben auch gleichzeitig unsere Disarms dazu, also können wir unsere, so viele Powers haben wir ja jetzt eh nicht, ne, aber auf jeden Fall spielen. Weiß nicht, ob wir hier explizit danach schauen, wenn du jetzt im allerverrücktesten Fall noch eine Duplication-Pod oder sowas dazu findest, dann ist das natürlich gleich klar. Ich würde auch sagen, einfach draufhauen hier. Bash. Feed. Muss doch reichen, oder? Ja, noch nicht ganz, oder? Okay. Battle Cards. Schade. Ich werde es jetzt, denke ich, trotzdem einfach einsetzen, oder wie das so ist. Ich bin mir nicht sicher. Also wir werden wahrscheinlich, ich meine, wir ziehen jetzt 7 Karten, aber dann nochmal zu blocken. Ah, nee, wir machen. Also gut, es wird keinen Unterschied machen, weil wir können den Feind, denke ich mal, sowieso besiegen. Ja. 6 Karten ziehen wir, weil uns ein Burn mit reinmischt. Okay. Also, wir ziehen trotzdem 7, aber eine davon ist quasi eine Karte, die uns jetzt nichts bringt. Ja, normales Defend geht man natürlich gerne her. Lieber natürlich einen normalen Strike, aber na gut. Bandage up. Ich habe halt jetzt wirklich schon so ein bisschen die Überlegung, wir brauchen nicht wirklich mehr viel. Und natürlich mit Busted Crown macht das nicht unbedingt Sinn, da noch HP zu verschwenden. Das, dem gehen wir jetzt einfach aus dem Weg. Da wir sagen, eigentlich sind wir, denke ich, soweit ganz gut aufgestellt hier. Disarm, Double Tap. Das war wahrscheinlich meine Bitte, bitte nicht Hexaghost. Der Schlimmste. Unser Disarm, bitte. Also ja, eins haben wir ja schon gesehen. Aha. Ja, ich finde halt schon, dass so ein bisschen der gemeinste Boss ist, auf den man hier treffen kann, weil man, also vor allen Dingen, wenn man halt schon ein bisschen HP und so gescaled hat. Aber na gut. Mal jetzt aber genügend Steck. So, wenn wir nochmal irgendwo Feed finden sollten, das wäre natürlich schön. Wenn wir eigentlich blocken müssen. Theoretisch hätte ich zuerst Truck spielen müssen. Naja. Voodoo Doll, Doo Doll. Ja, für uns gar nicht mal so schlecht jetzt hier, denke ich. Double Tap auf jeden Fall für 0 Energie spielen. Warum wolltest du es nicht mehr? Gut, es sei denn, das
tötet den Gegner sowieso sofort, dann braucht man es natürlich nicht. Schon mal 60, selbst wenn er nicht schwach wäre, aber wir wollen es jetzt wahrscheinlich noch mal probieren. Ja, mit dem Feed. Schauen, ob wir da was Passendes finden. Hm. Gut, ein HP können wir erstmal hergeben, das ist nicht so schlimm. Ich denke jetzt einmal so, gut, was soll's. Okay, dann mal weiter. Paper Frog, sehr gut. Gleich mit schön viel Stärke an. Ja, Shockwave Twin Strike, oder? Also sonst für 3 Energie nochmal Karten ziehen, ist nicht zu albern. Oder draufhauen, na gut. Spiker zu disarmen ist, denke ich mal, absolut okay. Da macht der seinen Angriff her fast gar keinen Schaden mehr. Wir warten jetzt natürlich, bis Feed irgendwann genügend Schaden macht. Den hier wegzuhauen. Bisschen HP, was wir da verloren haben, ist, denke ich mal, in Ordnung. Noch eine Shockwave. Ja, könnte man durchaus mitnehmen, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich denke mal, macht schon Sinn. Da wird einfach erstmal nur gerastet. Na gut, wir wollen auf jeden Fall nochmal zu den Shop. Jetzt kommt nochmal ein Shop. War gar nicht so erwartet. Ich denke, das war der Run, wo ich sogar diesen Löffel mal mitgenommen habe. Ist jetzt... Oder? Oder so? Ich denke mal nicht. Ja, Strike nach wie vor natürlich gerne raus. Es gibt ein viel No-Painer. Ich bin dann fast am Überlegen. Ich denke, ich will dann wahrscheinlich am Ende lieber nochmal einen weiteren Strike in den nächsten Shop dann nochmal raushauen. Ja, 5 Max HP ist jetzt für uns nicht so schlimm. Haben wir genügend. Schade. Kein Spiegel hier, aber. Ja, ich denke mal einfach nochmal so einen Strike entfernen. Das wird, denke ich, das sein. Ja, uns natürlich einfach nochmal heilen lassen und dann ist gut. Thank you.
Also wir müssen auf jeden Fall eine Demon-Form spielen. Ich denke, da gibt es keine Frage darüber. Wir müssen auch nicht mehr feeden. Wir könnten es theoretisch... ich weiß nicht, ob sich das zufällig ausgeht. Dann nimmt man es natürlich mit, die HP. Ja, schon klar, aber ist nicht notwendig. Und hier, das meinte ich, das ist halt das Schöne. Dass er ihn eben da dann disarmen kann. Na, wir nehmen uns vielleicht das Pammel einfach auf. Das wird ja noch wesentlich wertvoller werden. Whirlwind. Spielen wir sogar, war eigentlich mal unbedingt notwendigst, aber. Nein, ja, hau was raus. Er bekommt ja, denke ich, bei auch nur eine Stärke dazu. Ich denke, das ist dann wahrscheinlich. Mal an das Dings hier gedacht, wir hätten natürlich Spot Weakness machen können. Obwohl, gut, da hat wie viel gekostet? 3 Energie. Na, weiß nicht, ob sich das lohnt. Na, Double Tap. Ja. Wegen dem Bash höchstens, das war die Überlegung. Spot Weakness ist bei der hohen Stärke wahrscheinlich egal. Naja. Das ist noch ein bisschen, schon ein bisschen Schaden nehmen wir ja doch noch. Ja, ich denke, hier einfach mal richtig Schaden raushauen. Noch einen, nur zwei Angriffe, dann war es das sowieso gewesen. Nein. Okay. Und das war doch unser A16 ran. Also am Ende denke ich mal mit den zwei Demon-Forms durchaus in Ordnung. Ich weiß nicht, was für einen riesigen Unterschied das gemacht hätte, wenn wir jetzt einen Fiendfire noch gehabt hätten. Und also statt der zweiten Demon-Form. Die Idee war halt wirklich, dass wir eine davon relativ zeitig finden. Das Inflame hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt da noch gebraucht. Spot Weakness war relativ zeitig nach unserer ersten Demon-Form, denke ich, schon noch okay gewesen, weil ich mir gedacht habe, okay, Demon-Form ist halt ein bisschen langsam unter Umständen, na, je nachdem, wann man das da kriegt. Da ist diese Spot Weakness dann schon die etwas schnellere Variante in diesen kleineren Hallway-Fights, aber... Als wir dann auch noch Snacko Eibe gefunden haben, dann war es natürlich auf jeden Fall dort leichter geworden. Ja. Und ansonsten, also diese Arms hätte ich sicherlich weiterhin mitgenommen. Shockwave ist natürlich auch einfach eine schöne Sache. Ja, ich denke mal alles in allen. Also okay, Flex, ja, hätte es am Ende nicht gebraucht. Feed hat uns natürlich auch geholfen. Da sind einiges an ein paar HP noch zusammengebracht. Hatten auf jeden Fall schon mehr, aber... So, und er ist im Prinzip dann auch gleich vorbei. Ja, das war mal dieser eine Run hier gewesen. Und dann würde ich aber mal sagen, legen wir an der Stelle einfach mal eine kleine Pause ein. Und ja, schauen uns dann mal anschließend noch weiter, was uns passiert, wenn wir uns natürlich dann der nächsten Schwierigkeitsgradstufe dann noch gestellt haben. Von daher würde ich erstmal sagen, bis gleich.